Wir sind zurück bei MXGP 2 und ich begrüße euch ganz herzlich dazu, dass ich euch wieder begrüßen darf, dass ihr wieder meine Boxencrew memt und wir werden heute das letzte Rennen in der MX 2 fahren. In der gestrigen Folge haben wir es ja schon geschafft, gemeinsam den Titel zu holen. Ich bin Weltmeister und ihr seid das Weltmeister-Team. Gut, dann werden wir jetzt erstmal direkt loslegen, ab zum nächsten Rennen. Und wo fahren wir? Glen Helen, das ist USA, Nevada, glaube ich, aber auf jeden Fall USA ist es, wo er schon namhafte andere amerikanische Profifahrer, die wir alle kennen aus diversen Videos, schon ihr Profil in den Acker verewigt haben. Wir werden jetzt dieser Tradition folgen und direkt das Rennen starten. Ich freue mich drauf. Es ist halt nur noch formhalber, aber hey, wir müssen schließlich die Meisterschaft zu Ende fahren. Und damit steigen wir direkt ein in das freie Training auf die Strecke. 35 Minuten, wir werden aber nur 2 Runden davon nutzen. Und der Autopilot ist jetzt schon überfordert mit der Husqvarna. Naja, kann halt nicht jeder mitfahren. Ach, das ist die Strecke. Die bin ich auch im Multiplayer gefahren. Die ist richtig krass. Die Kurven sind mega krass. Wir haben nämlich in die Kurven 2 Steilkurven eingebaut. Einmal eine Innenseite und einmal eine Außenseite. Und da habe ich gerade schon wieder versucht, das Heck rumsliden zu lassen. Okay, ich glaube, die Fahrtechnik klappt hier nicht so ganz. Ja, da, oh, das meine ich. Zählt mal rein. Wie eng die Kurve ist. Ja, da war eine Deutschlandflagge. Hey, das sind die ganzen Zuschauer. Da seid ihr alle. Hey. So, wo ist lang? Rechts. Muss ich erstmal entscheiden. Ja, rechts oder links? Alter. Gut, dass auch die Sonne gerade auf die Minimap blendet. Erhöht den Schwierigkeitsfaktor. Ist nur schon wieder eine 1er Sache. Boah, Alter, die Kurve jetzt. Ja, hier, Alter, was geht da? Boah, musst du dich ja nach vorne legen, das gibt's ja gar nicht. So, sorry, ich muss mich gerade wieder räuspern. Alter, hier, das mein. Guck dir das an! Mitten im Schatten. Mitten im Schatten ist das Ding, Alter. Da kannst du es doch nur ganz knapp erahnen, dass da so eine enge Steilkurve nochmal drin ist. Und da geht's gleich wieder hoch, ey. Alter. Ey, das ist nicht Motocross, Mann. Das ist schon... Oh, Hill Climbing Challenge, Alter. Da bräuchten wir eigentlich einen riesigen Ausleger hinten ran. Eine richtige Radstandverlängerung. Und dann hinten so eine Baggerschaufel, damit wir da richtig mit hochkommen. So. Wow. Her links, ganz locker bleiben. Das ist nur freies Training. Hier geht es noch um nichts. Alles klar, soweit so gut. Wupp. Ey, ey, ey. Ey, guck mal, die Streckenposten sind ja lustig. Die sind da in so einer Art Käfig oder so. Stimmt, kann man dagegen knallen. Ich wette, also ich weiß wieder, ich schaffe das 100 Pro. Ich kenne ja mein Talent. Dass man da immer wieder dagegen knallt. So, sieht aber ganz gut aus. Oh, wupp. Alter, zieht euch das rein, wie wir da weggejumpt sind. Ah, die Husqvarna. Gute Maschine. Gute Wahl. Herr Spasti. Sorry, aber der Name... Ist nicht böse gemeint, aber der Name ist einfach der Hammer. Also, falls du die Folge heute noch schaust oder demnächst mal schauen solltest, schreib bitte mal in die Kommentare, wie man auf die geile, auf den geilen Namen kommt. Bist du einer? Oder ist es einfach nur so... Ja, Wette verloren oder einfach nichts Besseres eingefallen? Zum Beispiel, das Beste ist ja auch immer, wenn man irgendwo... bei PlayStation Network immer unterwegs ist, sieht man ja auch immer, die Typen heißen Snickers, Mars 84 oder so, oder Bounty 123. Alles, was immer irgendwo rumliegt, wenn man sagt, machen Sie sich jetzt einen Account. Ja, da fällt kein Name an. Immer das, was als nächstes rumliegt, was findet man denn? Aber wie gesagt, der geilste Name war ja immer noch, den ich damals gelesen habe. Das war seinerzeit bei, war das bei Modern... War das bei Black Ops 2 oder war das bei Modern Warfare 3? Ich glaube, es war bei Modern Warfare 3. She-Mail Lover. Da habe ich mich am meisten drüber kaputt gelacht. Nicht. Ist ja okay, wenn einer eine She-Mail liebt, ist das seine Sache. Unterstütze ich auch. Ich meine nur so sowas als Game-Attack-Namen auf einer Spielekonsole machen. Ja, hallo? Aber der Name war schon aktiv, obwohl da noch nicht von Microsoft die Police war, dass man sich halt auch in seinen Namen als homosexuell bezeichnen darf. Das war ja lange Zeit zum Beispiel verboten, warum auch immer. Dass man jetzt nicht schreiben, The Gay One oder The Mighty Gay oder sowas. Durftest du nicht machen.
Das war irgendwie als Diskriminierungspolice irgendwie bezeichnet, dass man sich selber nicht outen durfte, auch wenn man geoutet ist oder so. Hm, keine Ahnung. Oder wenn man sich, was weiß ich, Marco so the Pounding Ass Giant oder sowas, keine Ahnung, nennen wollte, hat man immer dafür, wurde man nach kurzer Zeit angeschrieben, dass man seinen Namen innerhalb von kurzer Zeit ändern müsste und dann, oder dein Account wird halt gelöscht, ne? Aber dass da, wow, Alter, dass da schon zu seiner Zeit sowas drin war, ist auf jeden Fall krass. So, wir sind Erster, das sollte reichen. Wir haben nämlich, glaube ich, 3 Sekunden Vorsprung haben wir rausgefahren, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Ne, 0,3. Oh, oh. Okay, ich habe mich übelst verguckt. Ich dachte, es wären 3 Sekunden, dabei waren es 0,3. Wie komme ich jetzt eigentlich auf so ein Thema? Keine Ahnung. Einfach ignorieren. Nächstes Thema. Falls mir irgendwas direkt jetzt nach dem Ladebildschirm einfällt, ich habe keine Ahnung. Irgendwas wird uns schon einfallen, ne? Aber momentan sieht man viele Leute bei YouTube, also zumindest jetzt nicht Content-Ersteller, aber so viele Leute, die halt einfach nur schauen und Abonnenten sind. Alter, was ist hier mit der Fahrphysik los? Lass mich doch mal hier richtig raus, Autopilot. Die sich halt jetzt seit neuestem immer wieder mit Herr vor ihrem Namen was umschreiben oder so. Ich glaube, das hat was mit Currywurst zu tun. Den kennt ihr ja bestimmt alle, ne? Hier, Herr Currywurst von Turbinator, seine Truppe, das neueste Mitglied. Mit natürlich dem obergeilen Skiller Bronzebeard. Ich liebe Bronzebeard. Ich habe ihn ja auch abonniert. Er wird zwar nicht schauen, aber ich grüße dich, Keule. Und auch wenn ich bei dir nicht oft in den Kommentaren reinschreibe, gucke ich mir fast jede Folge bei dir an. Ich liebe einfach seine Art. Er ist einfach so verpeilt und... Ja, ist natürlich auch diese markante Stimme, die natürlich auch wieder richtig geil ist. Vor allem dieses dreckige Lachen und so. Und er macht auch immer irgendwelche Sprüche, wo er immer jedes Mal ein Fettnäpfchen reintritt, die ihn... Tobi und Dennis immer stellen und vor allen Dingen immer Curry vor allen Dingen. Ja, ja. Na, aber jedenfalls, der nennt sich auch Herr Currywurst. Und nicht mehr komisch Azteken-Sniper oder wie er sich früher genannt hat. Seitdem nennen sich viele Leute auch irgendwas mit Herr. Herr Wurst, Herr Bockwurst, habe ich schon überall gelesen. Jetzt Herr Spasti. Ist zu geil. Oh, yeah. Komm mal gar nicht hoch, Alter. Mit 40 kann man einen Berg hoch, Alter. Können wir froh sein, dass wir überhaupt noch hochgefahren sind. Wow! Alter, hier geht's bergab. Die Squad ist doch dafür gar nicht ausgelegt, also so krass zu beschleunigen. Wunder, dass die Bremse überhaupt noch mitmacht. Ja, aber ist doch ein Phänomen, ne? Dass doch ganz viele Leute sich denn immer versuchen zu identifizieren. Wow! Alter, gut, dass wir nicht unseren Steiß geprellt haben. Dass ich da noch schnell zurückgespult habe. Wow. Ja, der hat jetzt bestimmt auch eine Schrecksekunde hinter sich so. Oh, da kommt ein Eishawk. Ja, bin ich mal gespannt, wann die ersten Leute sich auch mit LTD hinten im Namen reinhauen, dass es Limited ist. Dass sie der einzig Wahre sind. Limitiert auf 1. Oder wann sich die ersten Leute mit Eis vorm Namen dazuhauen. Das hat viele Bedeutungen. Eis kann auch Eis bedeuten, also einfach das gefrorene Wasser. Oder einfach, wie ich immer sage, wenn irgendwelche Leute immer mich fragen. Das Lustige ist immer, wenn sie fragen, was heißt ein Hafke? Hä? Das war wie Hafke. Ja, da steht doch. Eis, Hafke. Was ist das? Also das heißt Hork, du Idiot. Was ist ein Hork? Ein Falke, ein Habicht. Das ist ein Hork. Oder meinetwegen auch ein Dieb. Sowas wie ein Rogue. Oder wie ein Chief. Ah, okay. Oder man hat natürlich auch den härtesten Fall, hatte ich schon mal. Ich weiß, was Hork heißt. Aber was heißt denn ICE? Bist du irgendwie ein Zugfan von der Deutschen Bahn oder so? Ey, Junge, ich habe mir so laut einen Faceplant gegeben, Alter. Ich glaube, das hat man noch über 5 Party-Chats noch weitergehört. Wofür steht denn ICE? Bist du ein Fan des Zugs? Ja, natürlich. Ich habe ihnen dann einfach gesagt, Junge, das steht für internationale Champion-Elite. Ehrlich, Mann, ich konnte nicht mehr. Ich war einfach fassungslos über so... Ich weiß nicht, ob das echt war oder einfach pure Doofheit, ne? Ich weiß, wofür Hork steht, aber was bedeutet denn ICE? Wofür steht das? Oh. Das ist bei mir auch zum Beispiel komisch. Viele Leute, ich weiß nicht warum, fangen immer an, die nennen mich immer jetzt per Spitznamen. Manche sagen Hork, manche sagen Eis. Ist immer ganz komisch. Viele sagen auch Eishawk direkt, aber zum Beispiel Amerikaner, ganz viele sagen immer Eis. Und viele Deutsche sagen das auch, aber es gibt auch ganz viele andere Leute, die nur Hawk sagen, weil sie es vielleicht besser finden. Vielleicht ist ihnen das deutsche Wort Eis einfach zu komisch. Ich weiß nicht. So, aber wir machen jetzt hier
Achso, wir sind ja schon lange in der Quali. Zur Box. Ich quatsche mich schon wieder an Wolf, Alter. Über Themen, die keinen Menschen interessieren. So, Jonas fällt wieder runter. Aber diesmal haben wir uns gut nach vorne geklemmt. Aber 0,5 ist nicht viel, Leute. Im letzten Rennen will es der Computer auf jeden Fall noch wissen. Er versucht noch im letzten Rennen trotzdem nochmal den Sieg uns zu klauen. Aber kein Problem, Geyser wird da nicht mitmachen, denn wir sind hier der Let's Player. Haha! So, erste Rennen steht an. Und ich weiß, ihr habt die Kette neu gespannt. Die hat ein bisschen geschliffen heute, hat ein bisschen rumgewackelt. Aber kein Problem. Ketten längen sich, macht euch da keinen Kopf, das kann alles mal passieren. Oh, da, siehst du, habe ich zu früh losgelassen. Wir müssen noch die Bremse gezogen, dass wir uns nicht gemault haben. Das hätte auch noch gefehlt. Ich krieg's immer noch hin. Vielleicht ja bei der nächsten Kategorie. Naja, oder wir müssen ja noch nicht mal fahren. Wir müssen ja nicht die, die MXGP fahren. Wir können ja auch mal was anderes machen. Vielleicht hier Stunt und sowas gibt's ja alles. Einzelrennen, Trickshot und was es da nicht alles gibt. Ich glaube auch sowas ähnliches wie ein Red Bull oder X-Fighter oder sowas gibt's da auch, glaube ich. Können wir ja am Ende der Folge mal durchgehen, was es da Neues gibt. Könnt ihr ja mal dann reinschreiben, was ihr so favorisiert. Ah, ich muss jetzt gestehen, ich habe mir noch keinen Kopf gemacht. Wir können es ja mal anklicken, was das alles so ist. Oh, Alter, jetzt hier wird's aber eng, Alter. Oh, wir haben es gerade noch so geschafft. So, wow. Ah, hier, fast perfekt. Sehr schön. Oh, hier, Tor. Oh, die Handbremse. Hey, was war das denn? Warte, das will ich sehen. Ey, wir waren noch nicht draußen und ich habe gebremst. Das hätte ich locker geschafft. Ich sag ja, das Spiel will mich an manchen Stellen, ich glaube, echt foppen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das Spiel uns da zurücksetzt. Das hätte ich nur locker geschafft mit dem Bremsen. Bei manchen Sachen fliege ich voll raus. Da setzt er mich nicht mal ansatzweise zurück. Ich sag ja, diese Alpha-Wende, ich weiß nicht, was das ist. Also Milestone kriegt das nicht geschissen. Ob es jetzt Sebastian Loeb Rally ist, wo ich halb in den Berg reinfahre oder irgendwo eine Klippe runtersegle und noch halb das Rennen zu Ende fahren kann. Oder ob ich direkt auf eine Mauer zufahre und dann 2 Meter vor der Mauer ein Reset kassiere, ne? Ich weiß nicht, wonach das berechnet wird, wonach das entschieden wird. Keine Ahnung. So, den Sprung haben wir eins angenommen. Wir sind sogar ein bisschen zu weit. So weit hätten wir gar nicht springen müssen. Dadurch haben wir jetzt ein bisschen Zeit verloren. Weil wir hätten nämlich schon längst beschleunigen können. Guck mal, hier, da bin ich jetzt gegen die Wand gegengeknallt. Weitaus heftiger als eben gegen die andere Wand. Da hat er uns nicht zurückgesetzt, weißt du? Ich verstehe das nicht. Aber naja, vielleicht versteht ihr das ja. Ich verstehe es nicht. Ich muss sowas auch nicht mehr verstehen. Ich bin aus dem Alter raus, wo ich sowas verstehen muss. Und ich reg mich auch über sowas gar nicht mehr auf. Ich finde, in dieser Aufnahmesession habe ich auch mal, ich glaube, so gut wie gar nicht aufgeregt. Oh, hier könnte ich mich jetzt aber aufregen, weil ich hier außen lang gefahren bin, statt innen. Aber die Strecke ist schön. Unterschiedliche Sprünge, versetzte Sprünge vor allen Dingen. Das ist eine richtig coole Sache für Zuschauer, die da jetzt alle stehen. Das muss so gigantisch aussehen, wenn die ganze Zeit so Motorräder an der vorbeifliegen und der Track durch die Gegend segelt und so. Mega cool. So, erstmal schön an Fox vorbei. Fox da. Snake! So. Alter, hier. Fahren wir mal. So weit zu. Okay, da war ich schon wieder halb in der Hecke. Da hätte er mich zurücksetzen können. Aber nein, er setzt mich natürlich in der Hecke nicht zurück. Ach ja. Aber läuft doch ganz gut, Leute. Läuft ganz gut. Ich muss nach vorne lehnen hier. Ich finde es gut, dass es bei dem Spiel keinen Motorschaden gibt. Nämlich, ich vergesse immer zu schalten. Ich gebe immer die Vollgas und schalte einfach nicht, wenn ich in der Luft bin. Gut, dass der Motor nicht überhitzt. Naja, gut, der kriegt so viel Flugwind. Ist ja kein Fahrtwind, das ist ja schon Flugwind im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht kann er es ja irgendwie mitmachen, ohne dass er gleich einen Kolbenfresser kriegt. Boah. Mit Kupplung. Oh nein, komm, schalt runter. Ich wollte gerade sagen, Alter, warum schaltest du nicht? So, mal gucken, jetzt muss ich, darf ich kurz bremsen? Ah, ein Stück zu kurz. Ja, vielleicht hätte ich nur ausrollen müssen. Dieses kurz Bremse drücken. War vielleicht ein Fehler. Aber hier, kommen wir gut durch. Oh. Junge, das läuft. Ich hätte gar nicht gedacht, dass die Husqvarna so gut war. War eine gute Wahl. War definitiv eine gute Wahl. Ich bin mal gespannt, wie sich die KTM schlagen wird. Aber es ist natürlich dann natürlich nicht repräsentativ, weil, ja, ist ja dann eine ganz andere Kubikzahl, ne?
Vielleicht, wenn wir die KTM hier nochmal, falls wir irgendein Event machen mit 250 Kubik oder so, dass wir dann nochmal die KTM nehmen in der Kategorie und dann, ja, dann ist es ja fairer. Dann haben wir auch mal die meisten durchgetestet. Wir haben nicht alle durchgetestet, aber das liegt einfach daran, dass wir nicht genug Kronkorken haben. Habe ich gerade Kronkorken gesagt? Ja, Fallout 4, Alter. Dass wir nicht genug Credits haben. Kronkorken, Alter. Der hängt von letzter Woche der Stream noch drin, im Knochen. Hallo! Und du auch. War der gerade blond oder hat er einen Helm aufgehabt? Wow! Oh, da haben wir ein bisschen... Obwohl das Gewicht nicht so stark nach hinten verlagert war und ich extra noch nach vorne gelenkt habe, hat er uns echt mal den weggefegt. Boah, hier schön Powerslide reinmachen und jetzt hier hoch, komm. Aber die... Husqvarna ist Bombe, guck mal. Jetzt so eine Beschleunigung, wir bleiben bei 55, Alter. Ich muss nicht mal runterschalten. Bei 55 km/h bleiben wir da. Kannst du mal sehen, was die für eine Power hat, Alter. Na gut, ist auch eine Menge Profil natürlich, ne? Mit 55... Da war schon wieder die Ecke. Und mit 55 km/h kann man ja auch so sagen, ist jetzt nicht so viel, dass da die Reifen besonders durchdrehen. Aber die, das Profil ist wirklich gut. Das ist eine gute Reifenwahl, die ihr da getroffen habt, die ihr bei mir aufgezogen habt. Ich sag ja, ihr habt derjenige, der das Ding ja draufgezogen hat, hat ja das Profil reingebissen. Ist ein krasser Typ, ist ein krasser Typ. Muss man ihn lassen. So, und da ist der nächste Sprung. Guck mal, da scheißt einer in den Busch. Hat auch noch eine schöne orangene Warnleuchte dabei, dass man sieht, dass er nicht weggelatzt wird mit seiner Weste. Way! Okay, viel zu weit, aber egal. Das können wir in der letzten Runde durchmachen. So, nochmal kurz Kupplung kommen lassen. Nach hinten lehnen. Und hier ganz chili-dilli. Na, so gut wie keine Verlust. Kein KMH-Verlust. So muss er durchfahren. Schön nach hinten. Oh, weil wir kriegen noch die Steilkurve. Ja, die kriegen wir. Perfekt. Und da geht's gleich weiter. Und da vorne ist der Finish, meine Damen und Herren. Und wir sind durch. Und jetzt sind wir auch offiziell Weltmeister geworden in der MX2-Klasse. Geil. Nee, sind wir nicht. Warum? Weil wir immer noch ein Rennen fahren müssen. Ich weiß auch nicht, ob das hier alles zu lang oder so wäre. Ich habe auch schon wieder... Ich gucke immer auf den Timer und kriege einen Initialreiz. Du bist bei 20 Minuten. Ah, wieder ein Stück zu früh losgelassen. Ich muss aber einfach mal... Muss ich mal zählen hier. So, sieht aber ganz gut aus. Holdshot. Kriegen wir einen Holdshot? Oh. Ne, kriegen wir nicht. Tixer haut uns ab. Aber kein Problem. Ich glaube, es gibt gar keine Trophäe dafür, dass man so und so viel Shots in Folge machen muss. Das wäre mal eine sehr interessante Trophäe, dass man schafft, 10 Rennen hintereinander oder so immer den Holdshot zu holen, weil es wirklich manchmal schwer ist, gerade auch der Start und so. Und die Bedingungen werden zum Beispiel auch, dass man keinen Rewind benutzt oder so. Das wäre zum Beispiel auch richtig cool. Das wäre dann mal eine richtig gute Trophäe, aber heutzutage sind die Trophäen ja echt sowieso ziemlich leicht geworden. Ich muss auch gestehen, ich finde es ein bisschen schade. Seinerzeit mit PlayStation 3, die hatten ja gar kein Trophäensystem beabsichtigt bei der Konsole, weil sie es genauso machen wollten wie mit PlayStation 2. Die haben ja das erst angefangen, nachdem immer mehr Leute das irgendwie komisch fanden, dass man auf der 360 Erfolge bekommt, aber auf der PlayStation nicht. Die haben es ja dann nachgereicht. Und seinerzeit gab es ja bei Gran Turismo und bei Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4. Gab es keine Trophäen für das Spiel. Weil die aber nicht vorgesehen waren. Die haben sie erst nach, boah, wie vielen Updates später haben die ja erst nachgereicht. Aber es war auch mal wieder schön. Ein Grund, warum man alte Spiele mal wieder spielen sollte. Na gut, das heißt jetzt, nur wegen Trophäen muss man spielen. Aber ich meine, wenn du jetzt andere Spiele hast und du findest einfach keinen Grund mehr, weil es halt bessere Spiele gibt, aber du möchtest trotzdem nochmal so ein bisschen das Feeling haben, aber es gibt einfach so einen inneren Schweinehund, der sich trotzdem nochmal wehrt, nochmal 123 oder 129 Prozent bei Gran Turismo zu machen, wie ich es ja seinerzeit bei Gran Turismo 4 geschafft hatte. Dann ist mir der Spielstand abgeraucht und ich war der fast selbstmordgefährdet. Aber das kann man auch verstehen. Bei Gran Turismo 129% freizuschalten ist schon eine harte Sache, allein die ganzen Ausdauerrennen. Wow. Wenn ich daran schon wieder denke, könnte ich schon wieder spontan in Depression verfallen. Nein, aber egal. Das ist dann nochmal schön, dass man da dann nochmal so ein paar Trophäen nachgereicht bekommt und dann kann man es nochmal wieder spielen. Finde ich schön. Finde ich echt schön. Apropos Gran Turismo, es wird langsam Zeit, Leute.
Es wird langsam Zeit für ein neues Gran Turismo. Die lassen sich so viel Zeit. Jetzt kommt der Gran Turismo Motorsport TV, oder wie das heißt? Das ist ja noch nicht mal ein Prolog, das ist ja etwas ganz Eigenständiges. Und die Gerüchte sagen ja, dass das ja viel mit dem VR-System zu tun hat, dass das mit dieser Virtual Reality, dass man wahrscheinlich innere Cockpit-Perspektive und so hat. Ich weiß nicht. Ich weiß nur eins, Gran Turismo ist sehr stabil, es wird auf 60 FPS laufen bei einer extrem geilen Grafik, das heißt Motion Sickness ist so gut wie nicht vorhanden. Denn meistens kriegst du nur Motion Sickness, das heißt, dir wird übel, während du Virtual Reality Spiele spielst mit der Kamera, kriegst du ja nur die Probleme, wenn es unter 60 FPS ist oder du sogar unter 20% bist, dann kriegst du echt Motion Sickness und solltest immer einen Eimer daneben haben, dass du mal ordentlich abkübeln kannst. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe das Ding auch schon getestet und ich muss sagen, ich bin kein Fan davon. Horrorspiele ja. Ich habe Alien Isolation da drauf gespielt und Alter, ich habe mir fast in die Hose geschissen, aber das ist ja immer so, ich habe Angst vor Aliens, das ist immer. Nicht vor Aliens, sondern nur die aus diesem Film Aliens. Ah, das ist eine alte Jugendgeschichte. Habe ich schon oft erzählt, könnt ihr ja mal ein paar Videos durchsuchen, bis ihr das findet oder euch einfach mal das Let's Play Alien Isolation reinziehen. Denn die Angst und schwere Rumgeatmen und so, das ist nicht gespielt. Ich habe da wirklich im Moment Angst. Selbst ein gestandener Mann wie ich. So, aber das liegt halt so, wenn du mit 8 Jahren Horrorfilm guckst und dich denn keiner sagt, dass das nicht echt ist. Dann ist das nun mal so. Okay, dritte Runde. Wir sind immer noch Erster. Das ist doch super. Im zweiten Rennen. Ich glaube, das fahren wir gut nach Hause. Alter, hier, der hat einen Scrub gemacht. Das ist fast aus dem Maul geflogen, aber jetzt noch geschafft. Wer immer das war in der KTM. Hey! Ach so, ich wollte gerade sagen. Ja, da bin ich einfach mal falsch gefahren, würde ich mal sagen. Wow, wow, Alter. Tag. Ja, komm schon. Ich wollte jetzt mal nicht zurückspulen, hat sich, glaube ich, schon gleich wieder gerecht. Gut, es ist die letzte Runde, vielleicht können wir noch einholen. Wer war denn das? Tixer, ne? Wow, nee, hier muss ich zurückspulen. Das war Blödheit von mir. Bei Blödheit wird zurückgespult, bei Versagen wird nicht zurückgespult. So. Na, den Sprung schaffen wir nicht. Aber naja. Glen Helen. Helen Hunt oder was? Ist ja auch schon alt geworden. Du bist ja als MILF bezeichnet. Heutzutage kann man da schon Matur zu sagen. Aber sieht immer noch gut aus, die Alte. So. Ja, aber mit Gran Turismo, da bin ich echt mal gespannt. Und ich hoffe ja wirklich noch, bevor Gran Turismo 7 irgendwann rauskommt, wahrscheinlich 2018, 2019 mit großer Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich kurz davor, bevor die PlayStation 4 aufhört und die PlayStation 5 rauskommt. Ich meine, wenn das mal so sind, machen sie vielleicht genau den gleichen Fehler seinerzeit, wie sie es mit Gran Turismo 6 gemacht haben. Ich meine, die PlayStation 4 wurde angekündigt und was machen sie daraufhin 3 Monate später? Veröffentlichen Gran Turismo 6. Und das Spiel ist eine absolute Katastrophe. Da ist Teil 5 weitaus besser. Die ganze Fahrphysik stimmt nicht, die Grafik stimmt nicht, die Kollisionsabfrage stimmt nicht, das Fahrverhalten, die Gegner, alles. Ist eine reine Katastrophe, der 6. Teil. Das haben sie... Ach, das war die Wasserflasche mit... Da hat sie die jetzt hier ausgedehnt durch die Kohlensäure, alles klar. Und, ja, hoffen wir mal nicht, dass sie den gleichen Fehler mit Teil 7 machen. Weil, dann wird's echt lächerlich. Sie sollten eigentlich nur das Spiel wie Gran Turismo 4 rausbringen. 500 bis 700 Autos in dem Dreh, alle mit Cockpit-Ansicht. Und nicht nur 200 irgendwas wie seinerzeit bei Gran Turismo 5 und immer wieder nachreichen. Na gut, das war eine gute Sache und eine faire Sache, aber es war trotzdem scheiße zum Release. Dass sie da nur eine Handvoll Autos mit Cockpit-Ansicht gemacht haben. Der Rest war ja alles so eine Standard-Ansicht oder hatte, glaube ich, gar keine Ansicht, weiß ich nicht mehr genau. Ich hoffe, sie machen keinen Fehler. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass sie es nicht wirklich 2018, 2019 rausbringen. Weil dann können sie es gleich für PlayStation 5 meinetwegen rausbringen. Dann hauen sie nochmal so mit einem Wischmob rüber, dass die Grafik nochmal auf neuesten Stand kommt und dann gib ihn. Weil sie müssen es jetzt rausbringen. Sie müssen es rausbringen. Spätestens Mitte 2017. Aber das machen sie nicht, weil sie die Idioten bringen erstmal Sport raus. Dann kommt nochmal Gran Turismo 7 Prolog. 100%, wette ich. Und dann kommt erst das richtige Gran Turismo. Was habe ich gesagt? Gran Turismo meine ich. Falls ich jetzt vorher was anderes sage, aber ist egal. Gran Turismo Prolog und natürlich dann Gran Turismo 7 als Vollversion. Aber dann ist doch auch die Ära schon wieder vorbei. Was willst du denn da machen? Und das ist auch schon fertig. So, und dann wollen wir jetzt endlich dazu kommen, dass wir jetzt endlich die Siegerehrung haben können.
Da ist er, 50 Punkte und gesamt haben wir 760 Punkte in dieser MX2-Meisterschaft verdient. Jungs und Mädels, das ganze Team, ich bin selbst vom Handtuchhalter zum obersten Manager, selbst zu Woodman C und Russo oder wie er heißt. Danke, 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 ihr seid die Besten, die es gibt. Und jeden einzelnen von euch, danke, 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 du auch, danke, danke, danke. So, gehen wir weiter. Da ist er, Meisterschaftsgewinner Thomas Hawkins mit großgeschriebenem Namen, komischerweise mit der 69 auf der Husqvarna. Haben wir es geschafft. KTM auf Platz 2, coole Sache. Und auf jeden Fall Kawasaki auf Platz 3, verdient auf Platz 3. Tixer, geil gemacht. Ja, lasst uns weitergehen, bin gespannt. So, dann haben wir nochmal für den kompletten ersten Platz nochmal 30 bekommen, weil wir nochmal die Meisterschaft gewonnen haben. Interessant, dass wir das jetzt doppelt bekommen haben, weil schließlich haben wir schon das Rennen davor 30.000 bekommen, dass wir die Meisterschaft gewonnen haben. So, Ausgabe Nummer 18, US Federal siegt. Ach so, ich wollte gerade sagen, das stimmt doch nicht, ich habe gewonnen. Bei der MXGP, tatsächlich. Faf Bre hat gewonnen. Geil. Und wir sind mal wieder unten nur erwähnt. Tja, das heißt, wir müssen wahrscheinlich in die GP, dass wir namentlich erwähnt werden. Nächste Saison, wollen wir sowas machen? Nein, wollen wir nicht. Also, wir können jetzt entscheiden, was wollen wir machen? Wir gehen in Einzelrennen rein. Wir können jetzt entscheiden, was machen wir? MXGP. Das ist alles durcheinander, was wir wollen, was mit MXGP zu tun hat. Wir können ja mal kurz reingehen. Können wir hier Grand Prix machen, nur ein Rennen. Wir können eine komplette Meisterschaft machen, wie wir sie eben gerade schon gemacht haben. Wir können mal kurz gucken, was da so kommt. Vielleicht wieder Text, wer weiß. Mal gucken. Ist auf jeden Fall die offizielle Meisterschaft. Keine Ahnung, was das ist. Anzahl 18 Rennen. Keine Ahnung. Die können wir fahren, dann können wir Karriere machen, wo wir jetzt unser Thomas Hawkins sind. Oder besser das TNT Evo Team. Können wir die nächste Saison starten. Und zwar mit, oh cool, wir haben 94.000 Credits. Da können wir uns ja einige Motorräder mit einigen Tuning Parts leisten. Da können wir selber uns weiterspielen. Und das ist persönlich mein Favorit. Allerdings mit einer neuen Maschine in einer neuen Kubikklasse. Wäre auch eine schöne Sache. Dann auf jeden Fall, wenn wir nochmal auf Einzelspieler gehen, könnten wir noch die Monster Energy FIM Maxon fahren. Da können wir mal reingehen, was das ist. Achso, Ladebildschirm, okay. Ist eine der spannendsten Veranstaltungen überhaupt. Die besten Fahrer der Welt treten hier als Team für ihr Land an. Ein unvergleichliches Spektakel. Also, so wie es ausschaut, können wir nur offizielle Fahrer nehmen. Das Land, die Strecke auswählen und dann geht's los. Land gegen Land. Sehr interessant. Und das reimt sich ungewollt. Dann hier die Stadionrennen. Gucken wir mal, was das ist. Also gibt es da jede Menge Sprünge und hohe Geschwindigkeiten. Mach dich bereit. Wir werden um viel kämpfen müssen. Indoor-Meisterschaften klingt auch sehr interessant. Wir gehen mal auf die Meisterschaft drauf, ob wir da selber uns selber fahren können oder ob wir auch nur offizielle Fahrer nehmen können. Wir können uns selber wählen. Schön. Also es gibt auch noch Indoor-Meisterschaft zusätzlich zu der Outdoor-Meisterschaft. Und dann die Rival Events. Gucken wir mal, was das ist. Herausforderung. Ruhig. Aha. Ah, das sind die jeweiligen speziellen Gegner. Wie wir sehen hier, alles offizielle Fahrer. Das ist das Schöne ja bei der GP. Alles offizielle Fahrer. Man sieht die ganzen Gesichter dazu. Ach hier. Erlings. Milchbubi. Toll. Nigel. Ja, das sind die ganzen Herausforderungen hier, die wir fahren können. Und da müssen wir den jeweiligen Typen schlagen. Können wir mal nebenbei machen, würde ich sagen. Also würde ich mal sagen, die Rival-Events stehen erstmal nicht zur Wahl an. Was wir machen können, ist die GP so fahren. Allerdings können wir denn nicht mit unser Team fahren, sondern wir fahren offiziell. Also würde ich sagen, wenn ihr entscheiden wollt, nehmen wir die Karriere und fahren einfach mit einer anderen Kubikklasse. Und dann auf jeden Fall können wir ja mal hier einen von den beiden auch noch nebenbei machen. Können wir alles separat laufen lassen, ne? Okay, Jungs und Mädels, ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß und ich bedanke mich, dass ihr mein Team gememt habt in dieser wunderbaren Meisterschaft.
Ja, es war nicht immer einfach. Gerade der Anfang hat ein bisschen gestrudelt bei dieser Meisterschaft, aber dann haben wir die richtigen Einstellungen gefunden und die richtigen Tuning-Parts bei dem Spiel und haben es geschafft, gemeinsam die Weltmeisterschaft zu holen. Genau so muss das sein. Ja, ordentlich abstimmen, was ihr machen wollt. Vielleicht habt ihr es sogar schon. Ich werde mir die ganzen Kommentare durchlesen und euch natürlich auch antworten. In diesem Sinne kann ich nur sagen, macht was Sinnvolles, ihr seid die Besten, ich bin euer Isoc und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge von MXGP 2. Ciao!